Hallo Sportfreunde und ganz herzlich willkommen zum siebten Teil unseres Podcasts. Wir werden heute zusammen einmal darüber sprechen, wie haben sich die Jungfrauen bis jetzt entwickelt, wie ist der aktuelle Stand. Wir werden uns dann einmal darüber sprechen, wie verliefen die Vorflüge und wollen uns die letzten Tage anschauen, bevor die Brieftauben das erste Mal auf Tour gehen. Viel Spaß! Hallo Robert, hallo Simon. Herzlich willkommen im siebten Teil unseres Podcasts. Wir wollen zum Anfang erstmal wissen, wie ist der Stand unserer Jungtauben? Wie haben sich entwickelt? Ist was Besonderes passiert? Und ja, wie läuft es aktuell so, Robert, bei dir? Ja, die Jungen haben sich sehr gut entwickelt. Ich hatte ja 36 Stück abgesetzt. 35 Jungtauben habe ich jetzt noch. Ich hatte die Jungen nachmittags rausgelassen und ein Züchter scheint seine Tauben trainiert zu haben bei mir in der Nähe. Und da sind meine Tauben alle mitgezogen und kamen dann ja relativ vereinzelt zurück, bis auf eine, die fehlte dann halt. Ja, grundsätzlich denke ich, ein sehr gutes Training für die Tauben. Müssen halt den Weg dann alleine zurückfinden. Ist eben schade um die eine Taube. Aber ja, sie hatte ja auch die Chance gehabt, nach Hause zu kommen, wie die anderen halt auch. Ja, ansonsten, die Jungtauben sehen mittlerweile aus wie jährliche Tauben. Das Deckfieder ist komplett durchgemausert. Ja, ich habe jetzt auch eine Futterumstellung vorgenommen. Bis jetzt hatte ich ja immer noch zu 100% Zucht- und Mausefutter gegeben. Die Jungen sind ja auch jetzt relativ faul, also die haben kaum Lust zum Trainieren, wahrscheinlich weil der Energiebedarf jetzt nicht mehr so hoch ist, nachdem die Mauser durch ist. Und ja, jetzt habe ich zu 50% Zucht- und Mausefutter und 50% das Fitness von Mifuma, also eine relativ leichte Futtermischung, einfach, dass die Tauben ein bisschen vom Gewicht jetzt runterkommen und vielleicht die Fluglust ein bisschen gesteigert wird. Obwohl ja grundsätzlich jetzt auch noch keine Anforderungen sind. Also mich stört das jetzt auch nicht, wenn sie jetzt noch nicht so viel fliegen. Das kommt dann später noch ganz von alleine. Ja, ansonsten, die Tauben sind jetzt das zweite Mal geimpft gegen die Jungtaubenkrankheit. Ja, ich hatte ja letztes Jahr schon das erste Mal den Impfstoff ausprobiert und war da sehr zufrieden. Und denke, dass es dieses Jahr auch wieder eine gute Entscheidung war, die Tauben impfen zu lassen. Ja, einfach eine sichere Variante, dass man nach Möglichkeit keine Sorgen mit der Jungtaubenkrankheit hat und kann ich nur jedem empfehlen. Ja, ansonsten, die Tauben bekommen jetzt oder haben jetzt eine neue Tränke bekommen. Ich habe jetzt auf die Hervi-Tränke umgestellt. Das heißt, die Tauben müssen jetzt das Trinken durch die Gitterstäbe lernen und das klappt auch schon sehr gut. Das wird dann auch der nächste Schritt sein in der Vorbereitung. Ich werde die Tauben für 4, 5 Tage in eine Box setzen, wie sie im Kabinenexpress sind. Und dort sollen sie dann die 4, 5 Tage dann jeden Tag Futter im Korb aufnehmen und auch das Trinken lernen. Also ich hänge dann eine Tränke an den Transportkorb. Dann bekommen sie für 5 bis 10 Minuten Wasser, sollen halt das Plätschern hören und dann wird die Tränke auch schon wieder weggenommen. Das mache ich dann so 3, 4 Mal am Tag. Und das halt die 5 Tage hintereinander, bis dann auch die letzte Taube begriffen hat, wie es funktioniert. Sobald draußen das Wasser am Korb plätschert, muss ich schnell was trinken, wenn ich was trinken möchte. Und dann wird das Wasser wieder weggenommen. Ja, die letzten Jahre hat das sehr gut geklappt. Und ich denke, es ist auch eine gute Vorbereitung für die künftigen Aufgaben. Ja, das mache ich jetzt schon ganz paar Jahre so und werde es auch so beibehalten. Genau, ansonsten werden die Tauben nach wie vor verdunkelt. Also 17 Uhr ja, geht das Licht aus, also ist dunkel, dann gehen sie schlafen und früh um 6 geht das Licht dann wieder an. Ja, dann werden sie ganz normal versorgt und Freiflug bekommen sie so zwischen 14 und 16 Uhr. Wenn ich dann nach Hause komme, 16 Uhr, dann werden sie reingerufen, bekommen ihr Futter, bekommen als erstes Erdnüsse und ja, dann geht es auch bald schon schlafen. Ja, so ist der momentane Stand bei mir. Bei den Jungtauben. Wunderbar. Simon, wie sieht es denn bei euch aus? Ihr habt ja nun doch ein paar mehr Jungtauben wie Robert. Ja, sieht wie immer ähnlich aus wie der Robert, aber dann doch ein bisschen anders, weil die Mannschaft ist einfach eine größere. Ja, da hatten wir schon beim letzten Mal drüber gesprochen. Licht ist bei uns ein bisschen anders. Bei uns ist es nach wie vor um 8 Uhr Zell für die Jungen und um 18 Uhr geht die Jalousie wieder runter. Das machen wir noch so bis Anfang
Juni etwa und dann dann bekommen sie volle Tageslicht bis zum 21. Juni und danach werden ja die wird er belichtet. Ja, wirst vielleicht jetzt gleich einspielen, ein paar Fotos oder ein kurzes Video, was ich euch geschickt hat letzte Woche. Die sehen wir uns auch schon aus, bald wie Gerie. Deckgefieder ist schön durchgemausert. Die sehen toll aus, macht Spaß mit den Jungen. Komm her, komm. Komm her, komm. Komm her, komm, 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 komm. Oder macht immer, ja, macht einfach Spaß. Wie jedes Jahr macht es wieder Spaß. Ich hatte heute mal wieder zwei so in der Hand. Das mache ich so ab und zu mal, wenn ich drin bin, dass ich so mal ein, zwei fange. Die haben also beide noch, waren auch welche der Älteren, haben beide noch 10 Schwing zu stehen. Also, da klappt also die Verdunklung. Man sieht es ja auch, wenn eine Schwinge liegen würde im Schlacht, sehe ich ja auch, da bin ich relativ sensibel. Verdunklung funktioniert gut. Ja, aktuell heute, ganz tagesaktuell, haben wir was am Einsprung mal verändert, weil wir hatten eigentlich jedes Jahr immer eine oder höchstens zwei Tauben, die durch die Fanggabeln durchgesprungen sind. Letzte von Alfred Jager, die Elf. Die hatte ich immer auf dem Kicker, die gibt es sogar noch. Also, das ist eine der schönsten Jährigen jetzt geworden. Gut. Und in diesem Jahr waren halt ein paar mehr und ich habe jetzt die Abstände der Fanggabeln verringert, indem ich einfach mal aufgeschraubt habe und doppelt so viele Fanggabeln einfach reingemacht habe. Morgen sehe ich dann, wie es funktioniert hat. Ja, zum Futter vielleicht ganz kurz. Die kriegen so seit einer Woche ungefähr in der ersten Mahlzeit sehr leichtes Futter und werden knapp gefüttert. Einfach, dass sie beim Rauslassen ist bei uns immer ein bisschen abhängig davon, wie die Alten gerade draußen waren am späten Vormittag oder Mittag kommen die Jungen raus für etwa eine Stunde. Und um sie so ein bisschen ja, motivierter reinzukriegen, füttern wir sie in der ersten Mahlzeit morgens knapp mit 50% Fitness und 50% Top-Jungtaube. Und wenn sie dann reinkommen, kriegen sie einmal am Tag Sattfutter mit einem etwas höheren Anteil an Top-Jungtaube, aber trotzdem untermischt Fitness. Denn der Energiebedarf, wie Robert es auch schon sagte, ist aktuell einfach nicht so sehr hoch bei den Jungtauben. Auch haben wir heute angefangen, gehackte Erdnüsse zu geben. Ich hatte schon mal letzte Woche ganze Erdnüsse reingegeben, einfach eine Handvoll, aber das war eigentlich Quatsch, weil die lagen alle in der Ecke rum und eigentlich war es noch logisch, weil Robert hat es ja auch schon erklärt, also heute haben sie mal einen Tag pur die hackte Erdnüsse bekommen, einfach um sich dran zu gewöhnen, um die Erdnüsse fressen zu müssen, weil sie hungrig werden. Und wenn sie denn drin haben, wenn sie dann wissen, was Erdnüsse sind, dann sind die auch aus unserer Erfahrung total verrückt danach. Und dann kriegen sie das halt als Motivation beim Einspringen dann immer rein in den Troch. Ja, beim Wasser machen wir ein bisschen was anders. Robert hat erzählt, die hat eine Herbitrinke im Schlag zu stehen, um die Jungtauben an die ans Trinken durch die Gitter zu führen, machen wir nicht so. Bei uns bleibt die eine oder beziehungsweise dann auch später mal zwei Tränken bei höherem Wasserbedarf, wenn es wärmer wird, im Schlag stehen. Wir würden die Tauben an den Kabinexpress, indem wir die, ich denke mal, bei der nächsten Impfung, so in der nächsten Woche, setzen wir dann sie für einen Tag in unseren Trainingsanhänger und da kriegen sie dann Wasserfutter. Und das machen wir. Ich habe mal eine kurze Zwischenfrage an Robert. Du hast ja 5 Tage. Lässt du die Tauben 5 Tage am Stück im Hänger sitzen, in den Boxen sitzen oder lässt du die zwischendurch raus? Nee, die bleiben komplett also 4 bis Okay. 5 Tage in den Boxen. Ich kann aber noch mal ganz kurz eine Ergänzung dazu machen. Ja. Man muss aufpassen, wenn man sie danach rausnimmt aus der Box. Also es ist also ungünstig, wenn man sie direkt aus der Box fliegen lässt. Das hatte ich mal ein Jahr gemacht und hatte gleich 3 Tauben mit Flügelverletzungen. Die hatten sich dann erschrocken. Es kam ein Raubvogel, die hatten sich erschrocken, sind 2 Stunden geflogen und kamen zurück und 3 Tauben hatten Flügelverletzungen.
Und seitdem mache ich es so, wenn die Tauben halt die 4, 5 Tage in der Box waren, nehme ich sie per Hand wieder aus der Box raus und setze sie wieder auf den Schlag. Und ja, dann sieht man auch, den Tauben tut das gut, wenn sie dann wieder ihre Flügel bewegen können. Die fliegen dann vom Fußboden hoch ins Sitzregal oder auf den Ausflug. Also erstmal wirklich so, ja, wieder langsam in Schwung kommen. Also das ja, ist, glaube ich, sehr wichtig. Okay. Ja, machen wir ein bisschen anders. Wir setzen sie dann nach jeder Impfung praktisch über Nacht für bis zu 24 Stunden in den Trainingsanhänger. Und dann trainieren wir sie, also dann setzen wir sie auch abends ein zum Trainieren, wenn wir sie mal fahren, und fahren sie morgens weg, sodass sie dann auch über Nacht drin lernen, und dann kriegen sie halt ständig jedes Mal Wasser, und wenn sie länger drin sind, dann auch Futter mal drin. Vielleicht, weil ich gerade bei der Impfung bin, wir müssen auch so ein bisschen anders impfen. Robert hat eine kleinere Mannschaft. Wir müssen diese Rotavirus-Paramyxovirose in Etappen impfen, weil wir 2 bis 3 Wochen nach dem Absetzen die erste geben und dann weitere 2 bis 3 Wochen später die zweite. Und wir setzen ja nicht alle auf einmal ab. Also die letzten wären jetzt noch, wir haben aktuell eine 90 abgesetzt im Verdunklungsabteil. Und wir haben noch ein Nebenabteil, da kommen jetzt noch mal so bis zu 30, 35 Tauben rein, sodass wir in etwa 120 Junge zum ersten Training haben. Und die letzten 30 Nebenabteile, die werden jetzt nicht mehr verdunkelt, weil sie halt ein bisschen später abgesetzt werden. Und da kriegen jetzt die letzten praktisch in der nächsten Woche ihre erste bzw. zweite Paramyxo- und Rotavirus-Impfung. Ja, ansonsten, ja, wie der Zustand gerade so ist, die Jungen beim Fliegen, Robert hatte erwähnt, die sind so ein bisschen zugvoll bei ihm, sehe ich ähnlich, aber ich würde so ja nicht beschreiben, ist halt, die haben noch nicht diesen Drang gerade zu fliegen, die kommen raus, dann fliegen sie so 10 Minuten alle, dann sitzt die Hälfte auf dem Dach rum und dann fliegen nochmal eine Hälfte, 10 Minuten, Viertelstunde. Nach einer halben Stunde sitzen sie eigentlich alle auf dem Dach und dann werden sie spätestens nach einer Stunde reingelassen. Ja, die haben noch nie so einen Zug, aber müssen sie auch noch nicht. Ey, wir sind jetzt Anfang Mai, ich sag mal, Anfang Juni wird es ein bisschen ernster. Dann möchte ich sie auch schon alle in der Luft haben und dann werden sie auch alle an den Trainingsanhänger gewöhnt und dann so Mitte, Ende Juni fangen wir dann auch nach der Verdunklungsphase an mit dem Streckentraining. Ja, dazu vielleicht noch was zum Aufbau, was wir planen, aber eigentlich ist dann später noch mal dran in den Podcast. Ich will ja nicht so viel wegnehmen, ne? Also das kommt dann später mal. So Ja, machen wir es. so ist ungefähr jetzt der Stand der Dinge. Achso, zum Impfplan vielleicht noch. Rotavirus Paramyxo ist ja das erste. Dann kriegen sie noch mal am Ende Mai kriegen alle dann ihre PAH, also Paramyxovirose, Adeno- und Herpesimpfung. Ich halte der Herpes für eine relativ gute Impfung, weil das ist doch eine aufkommende Krankheit. Hört man hier und da mal, dass die vorkommt. Also ja, und dann kriegen sie Mitte, Ende Juni ja nochmal eine Salmonellenimpfung und dann kurz vorm Trainingsbeginn eine Pockenimpfung. Und dann haben wir sie durch. Wir impfen ziemlich viel, ich weiß, mehr als einige andere Züchter, aber wir fahren mit diesem Impfschema seit ein paar Jahren gut. Also seit letztem Jahr haben wir genau so und wir impfen schon seit Jahren Salmonellen und Pocken auch noch und damit fahren wir schon seit Jahren gut. Ja, und das behalten wir einfach so bei jetzt. Ja, Robert, jetzt am Wochenende am 7. und 8. Mai starten ja bei uns die Flugsaison. Und natürlich sind nochmal Vorflüge ganz wichtig und auch in meinen Augen auch nötig. Da auch wichtig, dass die Sportfreunde dran teilnehmen. Ihr habt ja heute einen Vorflug gehabt. Wie lief es denn bei euch? Ja, wir hatten heute den dritten Vorflug insgesamt. Und ja, grundsätzlich bin ich auch dafür, so viele Vorflüge wie möglich durchzuführen. Also die Tauben müssen sich erstmal wirklich wieder an den Ablauf gewöhnen, an den Rhythmus und ja, auch daran, was sie überhaupt machen sollen. Weil für mich ist es ja seit ja, letzten Jahren ein bisschen anders. Ich bin jetzt einer der vorderen Schläge
Und es ist jetzt schon so, dass Tauben doch drüber fliegen und dann zurückkommen. Was ich die letzten Jahre so nicht hatte, weil ich einer der hinteren Schläge war und da hatte ich eigentlich ziemlich schnell die Tauben immer zu Hause. Das ist jetzt ein bisschen anders. Also wie gesagt, letztes Jahr auch schon und auch beim Vorfliegen zeigt sich das, dass eben immer doch so 3, 4 Tauben vorbeiziehen und dann halt wieder alleine nach Hause zurückkommen. Ja, und von daher sage ich ja, es ist auch wichtig, dass man Vorflüge durchführt, einfach dass die Taube das begreift, was er eigentlich machen soll. Ja, ansonsten, wie gesagt, die Vorflüge verliefen für mich sehr gut. Also heute der Flug war ungefähr 70 Kilometer für mich und die Tauben waren auch ziemlich schnell ran, bis auf eben drei, die dann aber noch nachkamen. Und ja, ich kann nur sagen, ich habe bis dieses Jahr noch keine Taube verloren. Bei den Alttauben, bei den Vorflügen und ja, bin da auch sehr zuversichtlich jetzt fürs Wochenende, dass es ein guter Saisonstart wird. Das ist super, wenn man noch keine verloren hat. Genau. Hat Züchter, Taube und Flugkletter alles richtig gemacht. Richtig. So soll es Simon, sein. wie sieht es bei euch aus? Wie immer ähnlich wie bei Rom. Also wir hatten drei Vorflüge, 60, 80 und 100, 105 Kilometer. Wetter war total schön, war jedes Mal richtig tolle Taubenwetter. Morgens ein bisschen neblig und bedeckt, hat sich dann also Flugauflassleiter hatte Geduld genug zu warten, bis die Sonne hochstand, bis der Nebel weg war, bis die Wolkendecke schön locker war. Wenig Beeinflussung von irgendwelchen Rücken- oder Gegenwinden, kaum Wind. Ich glaube, jetzt beim letzten hatten wir leichten Gegenwind, also genau nach meinem Geschmack eigentlich. Flüge nach meinem Geschmack, Bedingungen nach meinem Geschmack, ja, so. Haben 4-jährige Tauben verloren. Ja, jährige Tauben gehen auch mal verloren, gerade zum Anfang der Saison. Und wir hatten jedes Mal eine Taube dabei, die vom Habicht angerissen nach Hause kam. Das ist ein Wehmutstropfen. Also immer beim ersten Mal kam Weibchen am Nachmittag, da hat vom Rücken Federn gefehlt, also die war dann nicht verletzt, aber waren deutlich gerissen so aus dem Rücken. Beim zweiten Mal hat ein Hinterflügel gefehlt von einer Taube und am Vorflug Montag, beim dritten, da kam ein 4-jähriger Vogel, noch ein Hoffnungsträger für die Saison, ein sehr verdienter Vogel, der 511. Erst gar nicht, da hatte ich mir schon große Sorgen gemacht um ihn. Und er kam dann am Nachmittag mit einem auch ausgerissenen Hinterflügel und an der Brust Verletzung deutlich nicht irgendwo gegengeflogen, sondern deutlich vom Greifvogel gegriffen. Und ja, schön, dass er da ist. Mir kommen jetzt fast die Tränen, weil das ist wirklich einer meiner Lieblinge. Schön, dass er da ist. Er ist jetzt Rentner. Er bleibt noch in der Mannschaft über den Sommer jetzt oder Saison als Motivator für sein Weibchen. Und wird dann, ich hoffe nicht, dass er am Haus wegkommt jetzt über Sommer, wird dann zum Herbst hin in den Zuchtstall wechseln. Ja, so ist es. Also von daher möchte ich jetzt den 4 Tauben, die fehlen, die Nierin ja nicht unterstellen, dass sie verflogen haben oder vorangegangen sind, sondern will fast befürchten, dass sie vom Greifvogel geschlagen wurden. Ist halt so eine Art. Ich war Bitte? ja bei unseren Auflassen größtenteils immer mit dabei. Ja. Und ich habe es auch beobachtet einmal, dass nach dem Start gleich da habe ich rein in Schwarm. Und man hat gesehen, er hat eine Taube mit runtergedrückt. Wir wollen hier nicht jammern, ne? Es ist Genau. so, aber ich habe mir auch sagen lassen von jemandem, der sich ein bisschen auskennt mit den Greifvogelpopulationen in Deutschland, dass an der A2 lang sehr viele Wanderfalken leben. Das ist wohl eine der Hochburgen für Wanderfalken in unserer Republik, die A2 lang. Und wir fliegen nun mal die A2 lang. Ja, so ist das, müssen wir leben. Wie liefen denn War deine auch. Vorfälle, Stefan? Also bei uns in der HV, wir hatten 4 Stück gemacht. Hatte sich so ergeben im Rhythmus Mittwoch, Samstag, Mittwoch, Samstag. Und die verliefen super. Also wir haben die Tauben auch nicht zu eng gesetzt. Wir haben
meistens immer gewartet bis um 10, halb 11, um 11. Wir hatten jetzt am Samstag auch mega Glück gehabt. Wir wollten eigentlich um 11 auflassen in Oxlim. Und da kam Einwohner vorbei und haben gesagt: Nee, wartet mal lieber noch, um 11 gehen bei uns immer die Sirenen an, wenn die getestet werden. So, das war nicht schlecht, wenn wir da die Klappen aufgemacht hätten und dann heult erstmal die Sirene los. Hätte die Taube vielleicht auch noch ein bisschen Das kann Schwierigkeiten sein. bereiten können. Aber so Tauben sind super abgezogen und überall Tauben wunderbar angekommen. Von der ersten an 10 Minuten, Viertelstunde, da waren 90% zu Hause, wenig Verluste gleich gehabt. Hat Spaß gemacht und die Sportfreunde sind heiß auf die neue Saison. Das merkt man. Ja. Habt ihr denn Genau. eure Tauben bereits schon getrennt? Nicht nur auf Witwerschaft? Ja, Oh, ja. also genau, also meine sind auf Witwerschaft. Ich hatte ja dieses Jahr Trockenwitwerschaft gemacht, hatte sie sozusagen zweimal legen lassen und habe beim ersten Vorflug, als sie wieder zurückkamen, habe ich dann die Weibchen vom Schlag genommen. Und ja, die Vögel durften noch eine Nacht sozusagen bei dem Gelege bleiben. Und danach habe ich das Gelege weggeräumt und seitdem waren sie auf Witwerschaft. Und also ist jetzt, glaube ich, ja, 2 Wochen ungefähr her. Ja, 2 Wochen. Und ja, jetzt merkt man auch deutlich, wie die Tauben besser in Form kommen. Also ja, ist einfach ein Unterschied, ob man die Tauben halt auf Nest sitzen hat oder ob man sie dann halt auf Witwerschaft hat. Also genau, also gefallen mir sehr gut, also sind in einer guten Verfassung gerade. Simon, ihr habt sicherlich Ja. auch schon auf Witwerschaft umgestellt. Seit Anfang April sind es so Witwerschaften. Mit dem Absetzen, der hat mir beim letzten Mal auch erklärt oder gesagt, mit dem Absetzen der Jungtauben sind denn die Weibchen immer rüberwandern in den Weibchenschlag, die Jungen manchmal noch ein bisschen bei den Vögeln geblieben, je nachdem, wie gerade gepasst hat. Also nicht mit dem Absetzen, sondern raussetzen aus dem Nest. So, also so wie die Jungen das Nest verlassen haben oder verlassen sind, die Weibchen weg. Das hat sich etwa 10 Tage hingezogen, vielleicht 14 Tage. Und dann war das letzte Weibchen auch bei den Weibchenstach. Und seit Anfang April sind so Witwerschaft. Und ja, da sieht man einen Unterschied von etlichen Prozenten in der Flugfreude, in der Leistung, in der Motivation zu fliegen und auch beim Reingehen. Vielleicht noch zur Vorbereitung jetzt der Tauben. Wir hatten die ja beim Tierarzt untersuchen lassen. Ne? Du hast ja beim letzten Mal gefragt, ob wir schon gekurt haben. Haben wir ja da zu dem Zeitpunkt noch nicht. In der Folgewoche waren wir beim Tierarzt und da wurde ein leichter Befall von Trichomonaden, leichter Befall von Trichomonaden festgestellt. Also dagegen haben wir dann natürlich gekurt. Und noch was witzig vielleicht, eine kleine Anekdote. Wir hatten einen Vogel dabei, der ist in der Anfangszeit, die Vögel kommen ja bei uns zuerst raus und danach die Weibchen. Und da hat es ein Vogel geschafft, über 2 Wochen bis zum ersten Preisflug immer mit den Weibchen noch mitzufliegen. Also der flog erst bis zu 1 Stunde mit den Männchen und danach bis zu 1 Stunde mit den Weibchen. Und beim Einsetzen, ich hatte so ein bisschen geträumt und habe jetzt ja nicht darauf geachtet und plötzlich nennen die Vögel so entgegen, mein Vater nimmt so aus der Zelle raus, gibt mir die Vögel entgegen. Auf einmal habe ich einen Vogel dabei, der leicht wie eine Feder ist. Ich sage, Vater, was gibst du mir jetzt? Was ist mit dem los? Ist der krank? Also, und dann sagt er, das ist doch der mit den Weibchen mal die Stunde fliegt. Und ja, klar, ne, der hat ja gar nicht die Energie bekommen für Ja. 2 Stunden liegen am Haus. Also dazu vielleicht mal zum System, wie das angepasst ist und auch zur Fütterung. Ne? Die Tauben werden ja einigermaßen sinnvoll mit Bedacht gefüttert. Und ja, der hat halt immer doppelt so viel Energie verbraten und hätte, wahrscheinlich waren die Tröge auch schon meistens leer, wenn er reingekommen ist bei den Vögeln. Der
der war ja halb verhungert, der arme Kerl. Der arme, oder sagt man da, der doofe Kerl, keine Ahnung, was man da sagt. Er kam dann nach dem ersten Preisflug, nach dem ersten Vorflug kam er auch nach Hause, der ist auch immer noch da, aber nach dem ersten Vorflug hat er sich, glaube ich, gemerkt, dass es eine blöde Idee ist, immer doppelt zu trainieren. Seitdem macht er seine Stunde mit den Vögeln und geht dann rein. Also der hat erstmal nochmal eine kleine Anstrengung mehr gebraucht. Also Vater meint doof, wenn er so doof ist und immer doppelt trainiert hat, hat Pech gehabt. Waren ja auch nur 60 Kilometer zu bewerkstelligen. Der war ja nach einer Stunde auch zu Hause an dem Tag. Und ja, hat da gut mitgemacht, aber seitdem geht er ja, gut rein, ja. Naja, nee, aber sonst lief die Vorbereitung bisher reibungslos. Ich denke, unsere Hausaufgaben haben wir gemacht. Wie bei Robert, ne? Und dann kannst du am Samstag starten. Robert, ihr startet Sonntag, ne? Sonntag, ja, genau. Wir Samstag, ihr Sonntag. Und Stefan, ihr startet auch Samstag? Wir starten auch Samstag, ja. Naja, wird. Ja, wie eben erwähnt, am 7. und 8. Mai starten wir in die neue Saison. Wir haben heute Mittwoch, den 4.5. Die Finaltage kommen jetzt also. Robert, wir sehen jetzt hier die letzten Tage vorm ersten Preisflug aus bei dir. Ja, also wir hatten, wie gesagt, heute einen Vorflug. Also ich hatte sie heute Nachmittag sozusagen nicht mehr draußen. Ja, morgen kommen sie dann ganz normal wieder raus, nochmal trainieren für eine halbe, dreiviertel Stunde, denke ich mal. Das gleiche am Freitag dann nochmal. Und Samstag bleiben sie dann im Schlag. Also am Samstag lasse ich sie nicht mehr raus. Und was ich jetzt schon seit einigen Jahren mache, ich lasse die Tauben am Samstagvormittag immer baden. Also dass sie nochmal ganz entspannt sind und dann auch so ganz entspannt dann auf den Flug gehen sozusagen. Und ja, was ich auch schon seit einigen Jahren jetzt mache, und das mache ich auch über die ganze Saison dann weg, dass ich die Tauben nicht mehr zeige vorm Einsetzen, sondern nehme wirklich die Weibchen aus dem Sitzregal raus, werden so eingekorbt, und die Vögel werden auch direkt aus der Zelle genommen und werden so eingekorbt. Sie sehen sich dann nach dem Flug, und ja, je leichter der Flug wird, desto länger bleiben die Tauben nach dem Flug auch zusammen. Und wenn der Flug doch anspruchsvoller ist oder schwerer ist, dann trenne ich die Tauben schneller, dass sie wirklich mehr Zeit haben zum Regenerieren. Ja, ansonsten vorm Einsetzen jetzt bekommen die Tauben nochmal Rotosal so als Vorbereitung. Und als letztes Futter dann nochmal eine leichte Mischung, eine leicht verdauliche Mischung. Und ansonsten wird jetzt nichts Besonderes mehr gemacht. Also die Tauben, denke ich, wissen jetzt, wo es lang geht. Und ja, so werden sie dann eigentlich. Simon, ihr seid ja auch schon ganz heiß drauf auf dem ersten Preisflug. Wie sehen jetzt eure finalen Tage aus? Also ganz heiß, eigentlich versuche ich gelassen zu sein, aber ich check eigentlich täglich Wetter, das Wetter. Schlaf auch schon unruhiger, aber ich will da nicht so euphorisch in die Saison starten, sondern eigentlich so gelassen wie nur möglich. Nichtsdestotrotz bin ich sehr gespannt, doch. Wie sieht es aus? Also die letzte Woche vielleicht mal Revue passieren lassen. Heute ist Mittwochabend, genau. Wir hatten Montag ja den letzten Vorflug über 105 Kilometer, der sehr glatt gelaufen ist. Wir machen morgen, also am Donnerstag, nochmal ein letztes Anfliegentraining. Auf so 25 bis 30 Kilometer ist der Auflassort, den ich morgen anfahren werde. Da sehen sich also die Partner noch mal kurz.
Komm her, komm. Komm, 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 komm. Komm her, komm. Komm rein, komm. Komm her, komm. Komm, mein Kleiner, komm. Die werden dann fast unmittelbar nach der Ankunft wieder getrennt, sodass es dann am Freitag ganz in Ruhe in den Einsatztag gehen kann. Auch wir zeigen die Tauben nicht vorm Einsetzen, die Partner. Das machen wir bestimmt seit 10 Jahren so und fahren damit sehr gut, weil ich habe das Gefühl, seitdem wir das machen, gehen die, besonders die Vögel, einfach noch gelassener und nicht so überhitzt in den Preisflug. Bei uns ist am Einsatz auch Badetag, also Freitag. Robert ist ja so, bei Robert ist Samstag Einsatz, haben wir uns Freitag. Wir machen auch Freitagvormittag nochmal Bad. Also Opa stellt den, ist Opa zuständig, der stellt überall eine Wanne hin. Ja, und ansonsten, da wir einen leichten Flug erwarten, wird jetzt auch am Futter nicht irgendwie was schwerer gemacht. Die kriegen ihren Powermix, die Vögel, und die Weibchen kriegen ab Donnerstag auch 100% Powermix. Aber ja, nicht besonders eine Spezialität jetzt im Vorfeld noch zu tun. So sieht's aus. Und dann... Simon, wenn ihr am Donnerstag nochmal fahrt mit den Tauben vormittag, lasst ihr sie abends dann auch nochmal trainieren am Haus? Ja, ja. Am Donnerstagabend noch mal raus, weil Freitag dann nicht mehr, am Einsatztag nicht, aber ja. Also ich sag, wenn jetzt vor den kurzen Flügen, ja, ab 400 Kilometer belegen wir uns, je nach Wetter, und vor 500, 600 Kilometer Flügen dann auch schon nicht mehr, dann kommen sie uns auch nicht mehr raus. Aber das sind jetzt, ich weiß ja nicht, in der 190 Kilometer oder was, ich glaube 190 Kilometer kommen jetzt erstmal. Ist, also da sehe ich das schon als sinnvoll an, die nochmal Donnerstagabend rauszulassen. Ja. Nicht die volle Stunde, wenn sie nach einer Dreiviertelstunde alle runter wollen, dann kommen sie runter. Also die zwingen wir jetzt auch nicht, dann die Körner zu verpulvern, ist logisch, aber die kommen nochmal raus. Ja, und ansonsten machen wir auch Mittwoch das Anfliegen. Also entscheiden wir nach dem Wetter. Aber jetzt haben wir Mittwoch nicht gemacht, weil die Montag zum Vorflug waren. Deswegen kam für uns nur der Donnerstag in Frage. Also wir machen den Training, den kurze Anfliegen, Mittwoch oder Donnerstag, je nach Wetter, je nach zu erwartender Schwere des Fluges. Eine Frage an euch beiden. Was ist denn für euch so die schönste Meisterschaft, beziehungsweise der beste Meisterschaftsmodus, wie ihr euch immer so ein bisschen freut, wenn ihr ausgeflogen wird? Simon, was ist denn? Hast du da so einen Favoriten? Olympia. Olympia. Weiß ich nicht, Favorit. Also wir eigentlich nicht, also vielleicht war, doch, wo ich dolle Spaß bei habe, ist die Aktion Menschflüge. Da ist ja Robert auch jedes Jahr ziemlich gut mit bei. und was ich aber auch sehr ehrlich fand immer, war der Klinik Cup, den gibt es leider nicht mehr. Jetzt mal vielleicht in der Vergangenheit, letztes Jahr gibt es den nicht mehr. Aber den Klinik Cup fand ich eigentlich immer cool, weil da musste man ja wirklich beweisen, dass man seine Mannschaft gut kennt, weil ich glaube, wie viele Flüge haben da erzählt? 8 oder 10, und da haben ja alle 6 Vs gezählt. Also da musste man ja, hat jedes V gezählt und dann halt die Distanz. Also, das war eigentlich eine ganz coole Sache, fand ich, der Klinik Cup. Ja, den habe ich gemocht. Jetzt vielleicht ein bisschen adäquat ist die RV-Meisterschaft des Verbandes, wo man auch mehr oder 10 Flüge zählen. Ja, aber ich sag mal so, Aktion Mensch und
macht Spaß, weil man ein bisschen was anderes ist. Da musst du halt Paare benennen, vorbereiten. Also da machen wir uns auch wirklich Gedanken. Also wir benennen da nicht irgendwie, sondern wir tippen dann auch schon wirklich Geschwister oder Mutter und Kind oder irgendwie Verwandte, Tor immer als Paar. Weil ich denke, wird der Flug schwer, ist die eine Sorte Tauben besser, wird der Flug leicht, die andere Sorte Tauben besser. Ja, das ist eigentlich ganz witzig. Oder witzig, für uns ansprechend, dieser Modus. Auch wenn er den faden Beigeschmack hat, eine Bezahlmeisterschaft zu sein, weil man muss ja da Geld für einzahlen, für die Paare, die man angibt. Gut, pff, aber wer nicht will, macht es nicht mit. Genau. Ja. Robert, hast du Ja. denn Favoriten? Ja, also mir gefällt die RV-Meisterschaft des Verbandes sehr gut. Wo ich aber ja das sehr schade finde, dass es eben auf Verbandsebene nicht mehr ausgezeichnet wird. Wird ja nur noch auf RV-Ebene. Ja, aber das gefällt mir ganz gut, weil ich eigentlich meine Tauben ja, denke, gut zu kennen und deswegen auch meistens oder oft gut vorbenenne. Ja, ansonsten, was mir auch sehr gut gefällt, ist die Meisterschaft bei Brieftaubensport International, also wo der Rainer Pittmann der Herausgeber ist. Ja, das ist auch wieder, wo eigentlich so die ganze Mannschaftsleistung zählt und das liegt mir auch. Also ich habe da eine sehr homogene Mannschaft, oftmals, nicht bei jedem Flug, ist ja jeder Flug unterschiedlich. Ja, das sagt mir sehr zu. Ja, ansonsten auch eben die regionalen Meisterschaften, also was so Sachsenmeisterschaft ist oder Regionalverbandsmeisterschaft, wo man sich wirklich so auf einer Ebene messen kann. Also weil auf Bundesebene ist ja ein bisschen schwierig, weil doch überall unterschiedliche Bedingungen sind. Und deswegen die regionalen Meisterschaften und eben, wie gesagt, am liebsten die vorbenannten. Genau, das ist so das, was mir ganz gut gefällt. Wie sieht denn eure Sachsenmeisterschaft aus? Es zählen aus den 6 vorbenannten Tauben die 4 schnellsten und das über 8 Flüge. Da müssen 2 Flüge über 500 Kilometer dabei sein. Ich glaube, 3 Flüge über 400, 2 über 300 und dann noch ein freier, wo man sich raussuchen kann, welche Kategorie jetzt. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, so war der Modus. Genau. Ja, und ja, da spiele ich eigentlich die letzten Jahre recht erfolgreich dabei. Ja, weil es eben um vorbenannte Tauben geht. Das fällt mir immer ganz gut. Na klar. Und bei dir, Stefan? Müssen ja Meine? nicht immer die Fragen sein. Ja. Also bei mir ist es eigentlich die Jährigenmeisterschaft gewesen. Also bei uns auf RV-Ebene, da machen wir ganz einfach die 3 schnellsten auf 8 beliebiger. Die fand ich immer ganz nett, weil so die Jährigen, die sind ja doch immer mal so ein bisschen spezifisch, wenn das Wetter ist, wo die alte, erfahrene Taube sagt, ich bin da nicht blöd und fliege durch den Regen durch oder so. Die fliegt außen rum, da kommen dann mal die Jährigen vorne weg, weil die sie einfach noch sagen, ne? Sturm und Drangzeit, ab nach Hause. Ansonsten freue ich mich eigentlich so ein bisschen, dass ich bei mir in der AV dieses Jahr die Pokalmeisterschaft ändern durfte oder konnte mit den Mitgliedern. Und zwar, dass nicht mehr die 5 schnellsten einfach zählen, sondern halt, wenn einer mit 30 Tauben kommt, zählen 3 Zähler, wenn einer mit 40 Tauben, ab 40 Tauben kommt, gehen, zählen 4 Zähler und so weiter. Dass einfach das Feld wieder ein bisschen enger wird, dass es einfach ein bisschen spannender bleibt, weil wenn da am ersten 3 Flügen schon Meisterschaften so gut wie entschieden ist, wird es ja auch langweilig für die Sportfreunde. Und ansonsten ist natürlich auch das Vorbenennen, macht natürlich auch immer Freude, ne? Wenn denn auch die richtigen kommen. Ja, wir haben ja jahrelang die Regionalvereinsmeisterschaft mit den schnellsten ausgetragen. Dieses Jahr wird es auch nochmal so sein, aber es wurde schon angekündigt, dass im Herbst da ein neuer Modus sich ausgedacht werden könnte von der Züchterschaft. Weil da wollen jetzt einige Züchter von weggehen, von den schnellsten, sondern jetzt wollen sie doch für ihr da irgendwer vorbenannt machen. Okay. Ja, man kann ja sowas alle paar Jahre Na von mir klar. aus mal ändern.
Ja, also um ein bisschen unsere Tempo in Form, die Sache zu bringen. unsere Formmeisterschaft beispielsweise, da benennen wir vor dem ersten Preisflug 30 Tauben vor und davon zählen die drei schnellsten. Also sozusagen von jedem Züchter treten 30 Tauben gegeneinander an für die Meisterschaft. Dazu gibt es pro Flug Kilometerpunkte, also beim, sagen wir, bei 300 Kilometer Flug 30 Punkte pro Taube und so weiter. Und das finde ich auch immer eine faire Sache, weil der mit 100 Tauben um die Ecke kommt, der muss auch erstmal seine 30 raussuchen. Und der halt nur 30, 35 Tauben setzt, na, da kann davon ausgehen, dass eigentlich fast jede Taube ein Zähler ist. Wird auch gut angenommen, das haben wir auch schon ein paar Jahre und da gibt es auch nie irgendwie das Klammern, was geändert werden soll. Bin ich auch ganz froh drüber so. Robert, wie sieht eure Erfahrungsmeisterschaft aus? Wir haben es jetzt auch seit 2 Jahren, glaube ich, so, dass pro Flug die drei schnellsten Tauben zählen, also egal wie viel gesetzt werden, und insgesamt die 10 besten Flüge eines Züchters. Also wir hatten es viele Jahre mit den 5 schnellsten. Ja, und das ist halt für Züchter, die halt nur 30 Tauben setzen, ist es halt schwierig, dann 5 schnelle Tauben zu haben. Drei Genau. schnelle Tauben ist auch schwierig, aber ist doch eher mal wahrscheinlich. Ja, wir haben viele Züchter, die 80, 90, 100, 120 Tauben setzen. Und da ist es dann wirklich schwierig, dort mit wenig Tauben Ja. ja, zu glänzen. Ja, aber ich muss dazu sagen, letztes Jahr ist es mir gelungen, erster RV-Meister zu werden mit den 3 schnellsten Tauben. Ja, mal sehen. Ist jedes Jahr neu und am Ende soll halt der Beste gewinnen. Das ist halt einfach so. Genau. Karten sind neu gemischt. Und nun Genau. werden wir hoffentlich glücklich und zufrieden in die neue Saison starten. Ich habe vielleicht noch eine spannende Abschlussfrage, Gerne. wenn wir zum Abschluss kommen wollen schon. Wir sind ja nun vorm ersten Preisflug. Wir haben 12 Flüge geplant. Ihr habt auch wahrscheinlich 12 oder 13 Flüge geplant. Wann oder was nehmt ihr euch vor für die Saison? Was sind eure Ziele? Was wollt ihr erreichen, um nach der Saison dazustehen und zu sagen, das war eine erfolgreiche Saison? Stefan. Das ist ja jetzt unfair, du. Eigentlich weißt du ja, dass ich dies ja nicht mitmachen darf kann, weil ich Ach so. ja gerade private große Umbaumaßnahmen habe. Stimmt. Aber was immer mein Ziel ist, ist eigentlich so wenig Verluste wie möglich einzufahren. Die Tauben gut beobachte, wenn ich wirklich sehe, dass einer vielleicht sich schwer tut, gerade mitten in der Saison im Training, dann bleibt er auch zu Hause. Also da wird er nicht auf Teufel komm raus in die Kiste kommen. Und ja, ich sag nur, man will sich natürlich immer so unter den ersten 15. Das ist immer so mein Anreiz erstmal. Ich bin halt berufstätig, Berufspendler. Und da muss man das so ein bisschen so anpassen, was man die an Zeit und Aufwand investiert. Das ist so bei mir immer. Robert, wie sieht es bei dir aus? Ja, also das ist auch mein höchstes Ziel, so wenig Tauben zu verlieren, wie es geht. Also ja, da hängen die Tauben da wirklich sehr am Herzen und ich möchte da wirklich wenig verlieren. Ja, ansonsten habe ich mir da ehrlich gesagt auch schon Gedanken darüber gemacht, was so meine Ziele sind. Und ja, man weiß ja nicht, was kommt, aber grundsätzlich habe ich meine Ziele dieses Jahr recht hoch gesteckt, weil ich denke, doch eine sehr starke Mannschaft zu haben. Also ich habe es die letzten Jahre immer so gemacht, dass ich meine Leistungsträger schon teilweise als Jährige vom Reiseschlag runtergenommen habe und in die Zucht genommen habe. Das habe ich dieses Jahr, also letzte Saison anders gemacht. Ich habe eine sehr starke Mannschaft gehabt und habe auch alle Tauben in der Reise gelassen. Und meine Reisemannschaft besteht jetzt aus 2-Jährigen und aus jährigen Tauben. Und ich denke doch, dass ich dann eine ja, starke Truppe zusammen habe und habe da auch relativ hohe Ziele. Also ich hoffe da schon, in der deutschen Meisterschaft irgendwo vielleicht vorne mitspielen zu können. Das wäre dieses Jahr so
Ja, eigentlich ein Ziel von mir, vielleicht mal unter die ersten 10 mitzukommen. Aber wie gesagt, da bin ich realistisch genug, um zu wissen, dass da viele Faktoren eine Rolle spielen. Ja, wissen wir ja alle, das Wetter muss passen, die Flüge, die Bedingungen müssen erstmal erfüllt werden. Ja, der Flugleiter braucht ein glückliches Händchen. Und man darf nicht vergessen, die Konkurrenz ist eben auch sehr stark. Also das spielt halt auch immer mit rein. Genau, aber trotz alledem, ich meine, ja, ich bin da optimistisch, dass es eine gute Saison wird. Ob es am Ende so weit reicht unter die ersten 10, das weiß ich nicht. Wie gesagt, kann viel passieren, aber das wäre so mein Ziel. Genau. So, jetzt Simon, du. Dann, genau, dann fragen wir mal die Konkurrenz. Ja. Ja, also ein Voran natürlich auch die relativ so verlustarme Saison wie nur möglich. Vielleicht, ja. Also so wenig Tauben verlieren wie nur möglich, ist klar. Ansonsten, ja, nehmen wir uns eigentlich, oder ich mir, mein Vater sicherlich auch, klar, hundertprozentig, jedes Jahr vor, in einer Nationalmeisterschaft in die Top 10 zu gelangen. Ich sage deswegen eine, weil Robert hat es schon angedeutet, die Bedingungen müssen erfüllt sein, die Auflässe müssen glatt laufen. Und ja, da gibt es ja zum Glück ein paar unterschiedliche Meisterschaften, wo man dann hier oder da den Modus schneller erreicht hat oder nicht. Ja, und ansonsten vielleicht als Traum und als Ziel, den wir uns jedes Jahr setzen, ohne mit der Brechstange dran zu biegen oder so, bei der DOIF einmal zu gewinnen oder wenigstens in den Top 3 zu gelangen. Ich möchte so eine Gosha haben, so Geisha heißen, glaube ich, so eine Puppe, so eine chinesische Puppe. Das ist so noch der Traum, der dasteht. Ja, Sportfreunde. Und das war schon wieder der siebte Teil unseres Podcasts. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir wünschen euch allen einen guten Flug, viel Erfolg auf den ersten Flügen. Und wir werden uns natürlich wieder zum Preisflug dabei melden. Viel Spaß, euer Stefan.